Die beliebte Charmed-Schauspielerin Shannon Doherty ist nach langem Kampf gegen den Krebs verstorben. In ihrem Podcast Let's Be Clear sprach sie offen über ihre Krankheit und schwere Themen wie ihren eigenen Tod. Anfang des Jahres erzählte Shannon, wie sie sich ihre Beerdigung vorstellt. Ich möchte, dass meine Beerdigung ein Fest der Liebe wird. Und ich möchte nicht, dass die Leute weinen. Sie hatte negative Erfahrungen mit Beerdigungen gemacht, insbesondere bei der ihres Vaters, und wollte sicherstellen, dass niemand schlecht über sie spricht. Ich will nicht, dass jemand heimlich sagt, Gott sei Dank, diese Schlange ist jetzt tot. In ihrem Podcast teilte die 53-Jährige auch mit, was mit ihrer Asche geschehen soll. Das ist so ein morbides Thema, aber es macht auch viel Spaß. Ich möchte, dass meine sterblichen Überreste mit denen meines Hundes und meines Vaters vermischt werden. Ich will nicht begraben werden. Wo genau ihre Asche verstreut werden soll, wusste sie noch nicht, aber es sollte ein Ort sein, der auch ihrem Vater gefallen hätte. Shannon Doherty hinterlässt uns eine starke Botschaft: Offenheit und der Wunsch, in Liebe erinnert zu werden. Ihre Worte und ihr Mut werden in unseren Herzen weiterleben.